Hallo und herzlich willkommen zurück. Depressionen und unsere sieben Sinne, was hat denn das miteinander zu tun? Naja, meistens weiß man gar nicht mehr, was einem wirklich gut tut. Und heute soll es genau darum gehen, unsere Sinne wieder zu schärfen, um zu mehr Fröhlichkeit und ja, Ausgeglichenheit zu kommen. Sei gespannt, was die Sinne mit Depressionen zu tun haben. Viel Spaß! Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute soll es darum gehen, was dir gut tut. Hast du schon mal festgestellt oder weißt du überhaupt noch, was dir gut tut? In meiner Praxis sind immer wieder Mädchen, die depressiv sind. Und wenn ich die frage, was tut dir gut, sagen die, weiß nicht. Das ist natürlich total blöd, weil all das hat Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. All das, was wir sehen, was wir hören, was wir riechen, was wir schmecken, hat eine direkte Verbindung sozusagen zu unserem Gehirn. Und das Gehirn setzt wieder neurobiologische Prozesse in Gang, schüttet Dopamin, unser Glückshormon, aus, um das Wohlgefühl hervorzurufen. Das heißt, es ist ungemein wichtig, dass du weißt, was dir gut tut. Heute wollen wir mal über das Sehen sprechen. In der depressiven Verfassung ist es ja meistens so, Decke über Kopf, nichts sehen oder die Wand anstarren. Das ist so Standard. Das heißt aber, es kommen keine neuen Reize und es kann kein Dopamin ausgeschüttet werden. Das Hauptschlagwort dazu ist Achtsamkeit. Das heißt, die Aufgabe ist, achtsam zu sein und rauszufinden, was tut dir gut zu sehen? Was macht ein besseres Gefühl? Wenn du schon spazieren gehst, nimm doch mal die Bäume bewusst wahr, wie die sich im Wind wiegen oder das Gras, was sich bewegt. Und guck, wie geht dir das mit, wenn du das siehst? Oder zünde eine Flamme an, also eine Kerze, und guck die Flamme an. Ich weiß, für mich hat Kaminfeuer, ist für mich entberuhigend. Dann kann ich davor sitzen und es macht bei mir wirklich ein Wohlgefühl. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten. Bilder. Es ist echt wichtig, welche Bilder du anguckst. Wenn du das Bild von deiner verflossenen Liebe anguckst, bist du traurig. Also such dir Bilder, die dir gut tun. Vielleicht kannst du auch die Ecke in deinem Zimmer, wo du oft hinguckst, schön gestalten, mit Farbe, mit einem Poster. So, da gibt es ganz unendlich viele Möglichkeiten. Das heißt, es gilt es auszuprobieren. Und am allerbesten ist das, wenn du jetzt in deinem Tagesplan eine Zeit findest, die nennt sich Achtsamkeit. Heute für das Sehen, aber in Zukunft kommen da noch die anderen Sinne zu. Achtsam damit umzugehen und festzustellen, was tut mir gut. Ja, was kann ich gerne angucken? Ich habe zum Beispiel auch immer frische Blumen auf meinem Tisch stehen, weil mir das gut tut. Wenn du das umsetzen kannst, hilft dir das natürlich wie immer auch für die Zukunft, weil du gezielt dich entscheiden kannst, mir geht es schlecht, okay, ich gucke was Gutes an. Das heißt, du hast immer die Wahl, dein Leben, dein Tag etwas positiver zu gestalten. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Rausfinden dabei, was sehe ich gerne. Tschüss.